geht weiter mit Let's Play Shimigami Tensei 3 Nocturne. Ist das nicht ein schönes Häuslein, wo wir uns hier befinden? Und noch schöner schaut euch diese wunderbare Aussicht an. Liebe Leute, hier möchte ich sicher einziehen. Nicht. Gut, meine guten Freunde, wir sind immer noch hier im Amala-Tempel und wollen hier unserem sehr guten Freund Izumo helfen, hier an eine unbegrenzte Menge von Magatsui ranzukommen, was er hier dann aufsaugt, um seine Welt, der jeder macht sein eigenes Ding, zu machen. Und das ist eigentlich nicht unser Plan. Eigentlich wollen wir Hijiro retten, der hier gefangen genommen wurde. Aber ich denke, irgendwie wird das eine mit dem anderen hier zusammenlaufen. Es ist... Ach Leute, ich kann mir die Erzmängel nie merken. Uriel oder... So, wie sie auch immer alle heißen. Standardgegner mit Insta-Kill-Attacken. Ha! Ich habe eine Warn ausgerüstet, Baby, Mann. Und ich habe zwei der Riders hier, Mann. Die tun nicht überfahren. Das wird lustig, das wird lustig. Ich habe jetzt mal den White Rider hier reingetan. So, da. Zumindest, wir haben beim letzten Mal den schwarzen Tempel abgeschlossen. Wieder ewig lang gebraucht, aber okay. Ist also. Und nun kommen wir hier zum letzten Tempel in der Form des roten Tempels. Sehen wir da gleich, was wir wieder machen müssen. So. Oh, Kalis. Oh, Kalis. Unter einer Angelegenheit. Keine Ahnung, was deren Schwäche sind. Aber ich kann Gottes Bogen machen. Und ich weiß nicht, was Gottes Bogen ist, aber es ist eine Standard-Insta-Kill-Attacke auf alle Gegner. Na, ich bin Game Over. Ich hab Schwäche, Finsternis, Mann! Hört's mir halt auf! Oh! Ich war so sicher, dass ich sterbe. Ich war so sicher, dass ich sterbe. Ich war so sicher, dass ich sterbe. Die Göttin dieses Tempels ist eine grausame, blutrünstige Frau. Sie zieht alle Eindringer in ihre Welt des Schatten und labt sie ein Stück für Stück an ihrem Leben. Wenn du Glück bist, hüte dich vor den Schatten. Finsternis ist immer schlecht. Hey, wo bin ich? SUV, ah, lass mich hier in der Welt der Schatten. Sie ist voller Fallen. SUV, ah, verdammt. Das Licht führt mich hinaus. Aber wo ist es? Okay, das wird wieder lustig. Da werden wieder am Boden... Oh... Schrecklich, oder? Ja. Geh mir ins Licht! Oh, Ifrit. Ah, ich glaube, mein Inventar ist voll. Ich kann ihn gerade nicht mitnehmen. Oh mein Gott, Mann. Hat es sich aufgewischt? Ja. Verstehe. Dann such nach dem Licht. Hm. Und wo ist hier Licht? Wenn schon die Standardgegner so verdammt schwer sind. Keine Ahnung, Mann, aber wir werden schon irgendwie durchkommen. Hoffe ich einfach mal. Ich muss mein Dionysus wieder reintun. Und... Ah, keine viel zu starke, schade. Schauen wir uns das mal. Ah, sehr schön. Oh, gleich hat er ein Level up, aber ich muss ihn leider raustun. Ich heb die aber für den Bossfight auf, aber Dionysus muss definitiv herein. Hm, ich mach's. Es ist mir zu wurscht, komm, ich setze den Schwebeball ein. Sehr schön. Ich kann nicht mal das Licht aktivieren, Mann. Diese verdammte Göttin, die hier schon wieder rumhockt, Mann. Ich weiß nicht mal, wie ich hier rauskommen soll. Ich weiß nicht mal, wo es weitergeht. Es ist ein geiler Dungeon, Mann. Na toll. Super. Und mein Ball ist eh gleich abgelaufen. Und woher soll ich wissen, dass da von unten mich so eine perverse Hand angrapscht, Mann? Ach, die Musik, die ist so richtig furchtbar. So. Da gehen wir definitiv nicht rein. So, Skill wieder Estoma. Und dann laufen wir einfach ganz entspannt weiter, oder? Ohne größere Probleme. Ja, nein.
Ach so, warte mal. Ich muss jetzt irgendwie das Licht aktivieren. Ah, frag mich jetzt bloß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ach, und die Türen verschwinden. Da ist es ein Dungeon. Okay, wir können hier rein. Dann waren wir zumindest noch nicht. Muss ich wieder einen Schwebeball nehmen? Ich habe ja zum Glück ein paar im Petto. Es wäre schon echt schön, so einen Charakter mit Lift... Lift-Thoma zu haben. Also ich muss irgendwie diesen dummen Aufzug da aktivieren. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was man machen soll. Also, ich mag auch diese Fake-Türen. Von wo es dann kein Zurück mehr gibt. Die sollen stark sein? Das war wahrscheinlich so... Oh ja. Ich dachte mir fast. Also, ich wollte gerade sagen, jetzt hat er so die ultimative Feuerattacke raus. Ja, aber das wär ein wunderschöner Gegner zum Farmen. Hauptsache irgendeine Schwäche, die ich gut ausnutzen kann. Ah, okay. Jetzt ist aber trotzdem die goldene Frage. Wie soll ich hier bitte weiterkommen? Ach so! Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ich mag es nicht, aber ich verstehe. Ihr seht Schatten. Und Schatten sind hier überall. Immer wenn wir in einen Schatten reinlaufen, werden wir in diese andere Welt reingezogen. Okay. Das Ziel ist es jetzt. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, ne? Zum Aufzug zu kommen, ohne in einen Schatten reinzulaufen. Und ohne vielleicht immer in dieselben Türen reinzulaufen. Also, okay. Also. Wir können links lang gehen. Nervt mich bitte nicht. Danke. Hört auf damit! Ich hasse Insta-Kill-Attacken, Mann! Es ist jedes Mal ein Nervenkitzel, aber ich meine, mein Hauptcharakter nicht, aber alle anderen können sterben. Also, dafür ist auch nicht vorbei. Ja. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung, Mann. Da können wir nochmal lang gehen. Also, hier geht's nicht lang. Okay, aber das ist in Ordnung. Hier können wir lang gehen. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Ja, mieser Kniff. Wenn wir da jetzt wieder reingehen würden, dann wird man sofort wieder geschockt werden. Frage ist, wo führt mich die Tür hin? Muss ich da vielleicht rein? So, schenke ich euch. Wenn eure Schwäche das nicht wäre, dann hätte es mich schon sehr gewundert. Oh! Meine Yaxini. Hm. Na, ich glaube, wir müssen hier nicht lang. Ich setze mal alles auf Risiko und gehe da lang. Also ist halt die goldene Frage, welche Tür ich nehmen muss. Ich hätte es einfach mal auf blöde mittlere gesagt. Verkackt. Das Nette ist, ich sehe ja dann hier nicht mal, wo die Schatten sind und wo sie nicht sind. Das ist das Schönste. Ich sehe das ja nur, wenn ich außerhalb dieser Welt bin. Geil, gell? Also gleich mal den schlechtesten Pick genommen. Aber das Wichtigste ist, wir haben verstanden. Geh ins Licht, Homer! Ah, es tut weh! So, um mal wieder hier schlecht Simpsons zu zitieren. Also. Dann. Selbe Spielchen nochmal. Also bitte, gib mir von denen am besten 5 oder 6. Mach gleich 10 aus denen. Also von mir ist da kann wirklich eine ganze Armada von den Viechern kommen. Ich meine, ich müsste halt meinen Quinglong raus tun. Und ansonsten hat eh keine Eisschwäche und mein Hauptcharakter annulliert und Eis und Ding und Feuer eh, also kein Problem. Also. Ja, ja, ja. Also, die Dämonen wollen mich wieder fressen. Ich bin es gewohnt. Mich freut inzwischen, dass wir wieder hier 270.000 hier von der Währung haben, weil ein Macker haben, weil es geht halt echt schnell bergab. Also. Ich hätte jetzt hier gesagt.
Wenn ihr nicht so super schön schnell zu bezwingen wärt, dann hätte ich keine Lust auf euch. Das Problem ist, ich sehe es ja nicht, Mann. Ich kann ja im Endeffekt nur testen. Toll. Und ich kann immer zurück. Ja. Ebene 1, Leute. Ebene 1. Nö. Ist mir so wurscht, Mann. Ist es wieder einer? Okay, das ist ja nicht. Erinnert euch vielleicht noch einmal, hatten wir noch diese lustige Ebene, wo uns das wo wir mal gleich Leben halbiert bekommen haben. Also, einmal noch, liebe Leute, dann langt's mir aber. Wahrscheinlich muss ich auf die komplett entgegengesetzte Tür reingehen. Aber es ist auch krass, wie die Musik dann so richtig dramatisch wird, Mann. Die hört sich auch richtig eindrucksvoll an. Also, bei all dem Ding, dass es mich ja ein bisschen nervt, weil, wie gesagt, immer komplett zum Anfang rumlaufen ist. Es ist ein schöner Dungeon. Also, so von der Idee finde ich den am stärksten von den drei. Weil der erste mit diesen Teleportern war halt im Endeffekt nur ausprobieren. Das ist halt immer doof. Ausprobieren ist nie cool. Jetzt gehe ich nochmal hier rein. Alter! Ich freue mich so, den Bus fertig zu machen. Aber okay, nimm's zurück, Mann. Es ist ja die genauso ausprobieren, aber ich finde, das ist immer ein bisschen besser, das Gimmick, als beim letzten Mal. Aber sehe ich jetzt irgendwo hier, ob er Schatten da einfällt? Nee, gell? Also ich wüsste zumindest nicht wie. 1, 2, 3, 4. Naja, einmal gegen die Gegner schnell platt. Ich will mich ja nicht allzu sehr beschweren. Also komm, zack. Dann gehen wir wieder da lang. Oh, falsche Ebene, falsche Ebene. Oh! Nein, ich setz. Nein, es ist mir wurscht, Mann. Sieht im kostet irgendwie 600 Macker und das Heilen, weißt du, was mich das kostet? Nix. Weil er eh schon beim nächsten Kampf wieder voll MP. Toll. Toll, Licht. Also. Das ist jetzt der letzte Versuch, Mann. Ansonsten schrei ich. Ich schreie auch so, Mann. Nee, aber trotzdem, Mann, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich finde, es ist in Ordnung von der Idee. Es ist ein ganz netter Dungeon. Diese Konter. Mich kontert keiner, Mann, denn bei mir steht nichts mehr auf. Okay, wir haben jetzt den ganz rechts. Dann sage ich, wird das der zweite. Nee, ganz links. Von welcher Seite man es auch immer betrachtet. Aber wir waren jetzt ganz links und jetzt gehen wir in den einen nicht ganz links. Es ist schon wieder so nett, weil wir haben 5 Türen. Wir haben die. Wir haben die. Und wir haben die. Das heißt, wir sind schon erst wieder. Wir mussten wieder 50% der Türen testen, damit wir die richtige haben. Wir hätten auch am Anfang durch die erste laufen können und hätten alles richtig gemacht. Ah! Ist die richtige! Blöde Schattenkönig und das war der erste Stock, Mann. Es geht genauso gut weiter. Seltsam. Ich glaube, hier war ich schon. Ich bin doch an einen Schatten ausgewichen. Warum kann ich hier nicht nach oben? Wir gehen nicht durch diese Tür. Okay. Vielleicht. Aber warte mal. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Also es ist zwar schlecht, aber vielleicht ist es diesmal genau das Gegenteil. Na super, ich habe einen halben Kagezui nur noch. Das war richtig verschwendetes Item. Vielleicht ist es jetzt nicht so, dass ich allen Schatten ausweichen muss, sondern dass ich die Schatten hier für mich nutzen muss. Geil. Ich habe aber nicht die geringste Ahnung, wo das Licht ist. Das hätten die ruhig auf der Map immer zeigen können. So, okay. Also wer immer der Boss ist, Mann, der wird malträtiert, Mann. Der wird richtig malträtieren. Oh, nice Kombi, Mann. 3 fiese Ginger. Aber es war Meisterschwäche. Oh, die Rauhe ist Schwäche. Ja, toll. Hier mit eurer blöden Vergeltung, ihr nervt mich gerade. Bam! So, ich glaube, jetzt sind wir langsam wieder auf dem richtigen Weg. So.
Links oder rechts, links oder rechts. Da oder da. Oh mein Gott! So wild hier. Aber da ist das Licht. Okay, sehr gut. Also immer im Eingang muss man sich, kann man sich ja auch mal so merken, ist immer dann das Licht. Also. Neuer Plan. Wir müssen irgendwie diesmal wahrscheinlich die Schatten für uns benutzen, dass wir weiterkommen. Da haben wir schon mal einen Speicherpunkt. Das ist schon mal gut. Das Nette ist, dass wir auch zwei Speicherpunkte hier in dem Dungeon haben, was mich doch ein bisschen irritiert. Weil ich meine, es liegt natürlich, dass wir überlevelt sind, aber ich meine, die Gegner... Also, ich sage euch mal, im finalen Dungeon von Persona 5, das, was wir hier haben, waren da die Gegner. Und ich meine, wir sind nur nicht am Ende. Ja gut, das hat es jetzt richtig gebracht. Ja gut, dann gehen wir da lang. Also, Schatten, 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 okay. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass wir am Ende irgendeine andere Tür nehmen müssen. Irgendeine Tür... Ja, die Frage ist halt nur, was wir da mit dieser Tür machen müssen. Also irgendwas wird sich erst öffnen, wenn wir das Richtige offen haben. Die geben mir jetzt wieder zu wenig Erfahrungspunkte, dass die doch ein bisschen tricky sind. Okay. Also hier ist wieder falsch. Dann gehen wir da lang. So, da waren wir schon. Ach, komm, Mann! Wisst ihr, was mir an dem Dungeon jetzt noch eigentlich noch mehr ankotzt als an den vorherigen? Das Lustige ist, dass ich ja nicht mehr zurück kann. Ich muss ja erstmal durch diese ganze Ebene wieder durchlaufen. Damit ich am Anfang rauskommen kann. Wo in 10 Gottes Namen komme ich jetzt weiter? Puh, Leute, ich brauche gerade Stresstherapie. Wenn diese blöden Lichtbälle halt immer angezeigt werden, aber nicht mal das können sie mir gönnen, gell? Und die Musik macht mich gerade aggro. Nehmen wir alles zurück, das ist ein Drecksdungeon, Mann. Er kotzt mich gerade richtig an, Mann. Weil, wisst ihr, das Ding ist, ich bin so davon abhängig, dass ich hier, dass ich richtig laufe. Wie noch nie. So, und während es halt beim vorherigen Dungeon halt assi war, aber halt irgendwie noch am Mars hatte, ist ja jetzt immer der lustige Gag. So. Der verdammt lustige Gag ist ja aktuell immer, dass ich immer irgendwo hinlaufe. Es ist der falsche Weg, es war der falsche Weg, es war der falsche Weg. Alter! Leute, Mann! Ich krieg Aggression hier. Leute, ich schau gleich in der... Ich mach das gleich aufs Spiel, Mann. Ich wollte jetzt nicht sagen, ich schau in der Lösung. Leute, wir machen Cut. Bis gleich. So, liebe Leute. Es ist soweit. Ich weiß, was wir tun müssen. Ich hasse diese 2 Quadratmeter großen Raum. Und ich ärgere mich selber darüber, dass ich jetzt hier so ewig lang gebraucht habe. Aber jetzt sollten wir es hoffentlich geschafft haben. Und ja, ich habe in der Lösung geschaut. Es ist zu grausig gewesen für mich. Es ist einfach viel, viel zu grausig für mich gewesen. Und jetzt irgendwo reingehen. Holy moly, Mann. So ein kurzer Dungeon. So viel Frust. Für so eine große Macht im Raum. Eine Macht, die wir gleich auslöschen werden, Mann. Wir tun mal kurz. Lass tun wir die Onassis raus. Ich tue dafür den White Rider rein. Und habe ich jetzt überhaupt einen, der heilen kann? Eigentlich nicht, gell? Da muss ich Quing Long eigentlich fast raus tun. Dann muss ich doch hier. Mir ist eigentlich wurscht, ich tue ihn jetzt rein, Mann. Hauptsache ich bin hier. Wird schon irgendwie schief gehen. Magatama. Da. Gute Frage, was wir für einen Magatama reintun. Finsternis, irgend sowas, oder? Aber es ist der rote Tempel. Keine Ahnung, Mann. Irgendein furchtbarer Tempel. Irgendwelche furchtbaren Gegner. Das übliche halt, was halt immer kommt. Warte mal hier. Nerven.
Anneliert flucht. Körperlich Eis. Oh, mach mal das mit körperlich Stärke. So. Komm, passt. Wird schon schief gehen. Ich werde jetzt einfach nur diesen Fight machen. Dann bin ich happy. Wenn ich nur diesen Fight schaffe. Oh, Skadi! Die Herren vom Land der Schatten, Mann. I hate you. Hui, sehr hübsch. Dir ist es gelungen, durch meine Schatten zu navigieren. Mir hängt das Magazin zum Aus. Ich werde meinen Durst an deinem Blut stillen. Komm her. Okay, Leute, Mann. Mir fällt gerade auf, du bringst mir so gut wie gar nichts, okay? Das erste schon mal sehr schlecht. Also, dann der gute alte Windschneider. Oh nein! Ich habe echt den falschen, ich habe den komplett falschen Magazui ausgewechselt. Ich hätte einen komplett anderen wechseln, ausrüsten müssen. Ich hätte einen, ja egal. Ist schon zu spät, kann man nichts mehr machen. Okay, damit kann ich leben. Ja, mach das. Körperlichen Schaden kannst du gerne machen. Weil den könnte ich dir auch theoretisch einfach so wegnehmen. Ja, mal, ich kann mal Samo machen. Würde aber sehr wenig Schaden machen, dachte ich mir. Ich hätte den Zug einfach skippen sollen. So. Ich hab da gar... Daisoujo. Quetze Kotze, Quinglong. Ach, ich tue Quinglong rein. Der White Rider bringt mir leider hier sehr wenig. Ich hatte meine Strategie, ich habe sie aber leider komplett vergessen, Mann. Erpim. Okay, was ist das? Oh mein Gott. Nein! Wir sind so hart, Game Over. Wir sind so hart, Game Over. Aber sowas von hart. Gut, meine ganzen Angriffe sind tot. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich nochmal durch diesen Drecks-Dungeon laufen. Das ist das, was mich am meisten eigentlich deprimiert. Das ist echt das, was mich am meisten stört, Mann. Ein Move, meine ganze Party tot. Deine Move, Mann, ist ein Insta-Kill. Toll. Habe ich einen Angriffsspiegel? Ich denke, es wird eine körperliche Attacke sein, aber ich weiß es auch im Moment, ehrlich zu sein, nicht. Jetzt geht was. Ah, Quinglong, Mann. Du könntest mich so retten hier in diesem blöden Ding. Predigen, wieso mach ich predigen? Wieso mach ich predigen? Ja gut, also wir sind tot, Mann. Also, das können wir unmöglich noch machen. Dann müssen wir nur Quinglong mit seinem blöden Schild machen. Medikament, Lebenstein, Halbperle, Chakra-Topf, komm, wo haben wir Soma, Auferstehungsperle, Auferstehungsperle, komm, komm doch. Das Geile ist, er kommt da nicht mal mehr in meine Party rein, das ist das Schöne an der Sache. Ja, mal, du kannst mal ein bisschen Blitzverstoß machen. Damit wir irgendwie Schaden machen. Und dann brauche ich nochmal den angespiegelt. Ich habe einen Charakter, der physische Attacken alle einfach immun dagegen ist, Mann. Ich setze sie nicht ein, weil ich dumm bin. Quinglong, 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 wo bist du? Ich hoffe, es macht sie einfach einen normalen physischen Angriff und tut ihn auf Insta-Kill. Das wäre sehr lustig.
So, Proteinshake, Medikament, Lebenstein, Heilperle. Heilperle. Hört sich am besten an. Ich hasse dich, du mieses Miststück, Mann. Wie immer, Skadi, mein größter Erzfeind. Es hört nicht auf. Also, körperlichen Angriff. Ich habe schon wieder den falschen Zug gemacht. Also. Es ist ein Magie-Counter-Shit. Okay, wir sind Game Over. Ich dachte, es wäre ein physisches Ding. Dann sind wir Game Over. Komm, mach. Oh mein Gott, ist das ein Drecksbissstück, Mann! Leute, Mann, der Fall ist so hart. Der war ja so zu hart, Mann. Komplett schlecht vorbereitet sein. Erst dieser Drecks-Dungeon und alles umsonst. Leute, machen wir einen klaren Cut. Vielleicht geht's beim nächsten Mal besser, aber nur vielleicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.